Hi Leute, Zenex hier und willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Und wir sind Dark Link mit Bart. Kann man ungefähr sagen. Wir konnten. Wo können wir die Haare ändern? Ich weiß nicht. Bam. Wir haben unseren Baden dabei, der uns buffen kann. Einfach mal gucken, was er so kann, wie stark er ist. Und wir müssen jetzt eigentlich zu den Goths, glaube ich, ne? Ich glaube, wir waren auch kurz vor den Goths, bloß das Spiel hat uns wieder hier hingeschmissen. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. He is the best. So. Dann gehen wir mal zu den Goths und werden uns mal gleich wieder umziehen, weil ich glaube, so wollen die uns nicht. Go conform somewhere else, kid. Jo, so wollen die uns nicht, aber wir können uns ja umziehen. Ist ja kein Problem. So, was hatten wir denn? Wir hatten einmal die Goths-Mütze. Wir hatten einmal das Goths-Kostüm. Wir hatten einmal die Goths-Handschuhe. Ich glaube, das reicht schon, oder? Aber der helle Bart. It's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Da es ein bisschen verstört aussieht, werde ich natürlich den Bart entfernen und dann passt das wieder. Gut, wir müssen jetzt irgendwo anders hin. Schauen wir mal auf die Map gleich. Und zwar müssen wir, ich glaube, genau, einfach hier zum Community Center. Taco Bell sucks! Keine Ahnung, ich habe noch nie bei Taco Bell gegessen, weil das in Amerika ist. Und ich war noch nie in Amerika. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Let's go! Come on! I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. I don't blame you for not wanting to talk about it, but people need to know what's going on. Fuck the conformists. Why? Are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. Kann ich schneller laufen? Irgendwie nicht. Ich rede mal mit allen. The PTA meeting, young man. Be on your way. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, thanks. Okay. I don't blame you for not wanting to talk about it, but people need to know. Ich geh einfach mal hier hin. Taco, taco, taco. Ja, kacken wir nochmal schön. Ich dachte eigentlich, da wäre was gewesen. Aber scheinbar nicht. Komm, aber ich kann mit dem Scheißschild nicht schneller rennen. Taco, 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 taco. Komischer Taco-Song.
Können wir das Schild dann einfach da drin batzen und gut ist? Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh yeah. Jetzt kriegen wir das. Okay, wir hätten da nicht reingehen können, dürfen, wie auch immer. Keine Ahnung, strange. Lustiger Bug. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Hey. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Okay, ab nach. Okay, nach unten und go! Hi, cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. See that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Wow, he's still going, huh? Do it again. Okay. Jetzt dürfen wir. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Mit der Gefahr, dass es jetzt zu laut wird. Kia! Okay, wir können uns wieder umziehen, denke ich. Wir können unser Dark Link-Kostüm ausprobieren. Was auf Bogen-Damage geht. Einfach mal zum Ausprobieren, ob es effektiv ist. Und natürlich nehmen wir dazu... welchen Bart hatten wir nochmal? Der ist auch lustig, aber den hatten wir gar nicht. Wir hatten einen dicken Vollbart hier. Den da. Yeah. How many car crashes have you been in? Wir müssen zu Taco Bell. Mal kurz gucken, das war irgendwo hier oben, glaube ich, oder? Ja, hier. Da können wir am besten hin von... Hat Token hatte, glaube ich, einen Punkt für Timmy, oder? Ich weiß, hier hinten links war ein Punkt, wo man sich porten konnte. Also transportieren konnten, lassen konnte. Fast Traveln. Fast Traveln war das, was ich gesucht habe. Und dann müsste eigentlich hier bei Token was gewesen sein, jawohl. Und dann sind wir ziemlich nah dran und können da ganz schnell hinrennen. Und wir nehmen unseren, ich habe den Namen von ihm schon wieder vergessen. Wie heißt denn unser Kollege, den wir jetzt mit haben? Falsche Taste. Jimmy, natürlich Jimmy. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you.
Will this Taco Bell be serving enchiritos? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiritos or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiritos? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Oh my god. Sehr schön. Wir klauen das einfach mal. Okay, wir müssen erstmal den anderen Futz auswählen. Und zwar den verstohlenen Creature. Sounds like ketchup in a squeeze bottle. What was that? Is somebody here? I'll find you. What was that? Und los. Alles klar. I don't think this looks like a Taco Bell. Nicht wirklich, ne? Komm, kämpfen wir mal. Hey, get out of there. That's Taco Bell property. Ach, wir dürfen gar nicht kämpfen. Wir müssen da wirklich entlang schleichen. Ich will doch mein Link-Kostüm hier testen. Also das Link-Kostüm testen, aber... Is that the setup or the punchline? Mein Bogen-Equipment, ob das Damage macht. Okay. Is that you, God? Is that you, God? Ach, wir haben den Schlüssel gar nicht. Wie kommen wir denn jetzt an den Schlüssel? Ach, wir müssen, okay. Wir müssen... Okay. Being stalked by a beaver family. Nein. Ach Gott, wie war das denn nochmal? Jetzt muss ich die Tasten alle richtig machen. Ja, da war. So, so nochmal gucken. Scheiß Tasten-Dingens. So, den gehen wir da hin. Okay, so machen wir das. Okay. Steinhammer. Da kommen wir zumindest rein. Dann gehen wir da rein. Gucken uns aber gleich nochmal den Steinhammer an. We've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Oh Mann. Okay, es ist aber doch nicht die zensierte Version, wie wir sie gesehen haben. Denn die guten Symbolchen sind sichtbar. Dann kämpfen wir mal gegen ihn, wa? Gut, wir wollen jetzt die Bogentaktik ausprobieren. Machen wir es nochmal. Das war gut, weil ich einfach verpasst habe, das richtig zu machen. Power Accord. Was macht Power Accord? Ah, gibt uns MP. Sehr cool. Dann machen wir aber Fähigkeit und machen mal...
Liter Buffs. Drücken wir Nullt A. Okay. There once was a maiden from from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she says that set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Yeah. Okay, wir probieren es nochmal mit dem langen Bogen. Der Damage ist zumindest, also der Ansicht der Damage von dem Bogen ist gut. Im Vergleich, aber natürlich kriegen wir nicht so viel schnell, so schnell Bluten drauf. Aber das ist gar nicht so wichtig eigentlich. Müssen wir mal gucken, wie es ist, wenn wir wirklich mit... Oh, Level Up! Wenn wir gegen mehrere Gegner kämpfen. Oh, SWAT-Weste. SWAT-Ausrüstung, Können wir mal gucken, was die kann. Vielleicht ist der ganze Plan mit unserem Link-Outfit jetzt sofort über den Haufen geworfen. Habe ich auch kein Problem mit. Aber wir haben erstmal Level Up und wir können eine Fähigkeit machen. Wir kriegen was Neues, wir kriegen Stinkbomben. Wobei ich natürlich erstmal die es exekutieren am liebsten noch verbessern würde. Viel verdorbene Eier, was dieses angewidert werden lässt und somit vorteilhaft entfernt, perfekt dadurch wirfst du noch mehr Eier, okay. Wir verbessern das erst nochmal wieder. Gut, dann gucken wir uns mal die SWAT-Ausrüstung an. Du greifst erneut an, wenn du einen Gegner tötest. Wie geil ist das denn? Das ist natürlich awesome. Was macht die Rüstung? Duells Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15% TP wissen. Mehr Rüstung, okay. Fügt Rüstung hinzu. Schaden beim Blocken. Ja gut, das ist dann wiederum nicht so cool. Aber der Helm ist, das ist eigentlich nicht schlecht, irgendwie, finde ich. Ich überlege gerade. Wir könnten hier theoretisch das 10% Bogenschaden-Ding wegmachen. Stattdessen holen wir uns, obwohl der SWAT-Helm hat keinen Sockel. Das ist natürlich blöd, wenn die keinen Sockel haben. So, dann wollte ich nochmal gucken, was der komische Hammer hier hat. Wir haben irgendwie so einen Level 8 Hammer oder sowas gefunden. Nee, doch, da Steinhammer. Ein perfekter Angriff schwächt die Schilde um 3. Ist natürlich sehr, sehr viel stärker als die Krücke. Schwächt den Angriff perfekten, das werden wir mal sofort wechseln. Nimm den Steinhammer, den wir ja auch tragen können. Fügen das hinzu, rüsten den aus, Superhammer ist am Start. Gut, dann haben wir das und wir gehen jetzt erstmal natürlich das komische Band da holen, was da ganz zufällig noch rumliegt. Tesla-Spule. Mal gucken, ob es mit dem Pfeil und Bogen so aufgeht. Oh, schönes Armband. Ich werde es mal, wie ihr seht, werde ich es nicht zensieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das darf. Da die YouTube-Regeln aus Amerika gelten bei den Videos, die ich hochlade, theoretisch. Sonst kann es sein, dass ich das Ganze mal übereditiere. Das würde ich nicht ausschließen. So, dann wird schon wieder hier raus. Turmband holen und raus. Ich glaube, das ist der Plan. Und das, der ist tot. Jetzt haben die, glaube ich, uns angegriffen. Okay, wir nehmen als erstes. Wir können das natürlich ganz schnell als Ende machen, aber ich will gucken, wie er Damage ist. Wir nehmen einmal einen Tempotrank, damit wir gleich zweimal angreifen können. Und benutzen den Bogen gegen ihn. Also der Schaden ist überhaupt nicht gut. Also überhaupt nicht. Das werden wir wieder wegmachen. Wir werden wieder was anderes ausprobieren. War ein Versuch wert. Machen wir den erstmal kaputt, denke ich. So gut wie tot. Aber wir können eigentlich kleine Cookies mal nehmen.
Und dann nehmen wir das Schlaflied. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Ja, das war ganz okay, denke ich. Sehr gut. Au. Das war schlecht. Langbogen gegen... Ja, warum nicht gegen den? Der Damage ist im Vergleich einfach super schlecht. Und Bam. Au. Was, der steht wieder? Ich bin tot. Oh Gott, ist das schlecht. Das hätte ich nie machen dürfen. Ganz schlechter Plan. Versuchen wir das nochmal. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Sollte reichen. Die sind noch am Bluten, machen wir den kaputt. Wir folgen den Deutschland! Kein Problem. Bam! Blute kaputt. Danke. Okay, wir müssen jetzt sofort die Ausrüstung ändern, weil das ist ja super schlecht irgendwie. Wir probieren mal ein bisschen was Neues. Ich mag sowas auch in einem Rollenspiel. Einfach immer wieder was anderes machen. Und zu sehen, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Ganz wichtig. Gut, machen wir erstmal alles raus. Was wir raus haben. So, auch das. Fernkampfwaffe weg. Den Hammer gefällt mir eigentlich, weil er ist schön stark. Gehen wir wieder auf Blutungsdamage und machen wir mal ein bisschen was anderes. Strahlenwaffe trifft eine ganze... Ja, ist eigentlich nicht so das, was mir gefällt. Abprallen. Waffe trifft dreimal stark gegen Schilde. Trifft, macht Feuerdamage. Wir können natürlich auch Feuerdamage gehen. Der Luschenbogen, sehr schön. Der elfische Kurzbogen. Dartpfeile waren halt schon cool, einfach mit dem Bluten, ne? Dass man die ganze Zeit Bluten hat und so. Gehen wir wieder auf die Dartpfeile. Der Langbogen macht natürlich generell so mehr Schaden, aber durch das Blutungsverteilen. Was machen wir? Machen wir erstmal eine andere Rüstung wieder. Mir gefiel auf alle Fälle die SWAT-Kappe. Müssen wir mal gucken, ob sie so ist, wie ich wirklich denke. Ist halt, wenn ich... Ja, falsche Taste. Wenn ich wirklich einen Gegner töte, dass dann ich einfach angreifen darf wieder. Was natürlich awesome wäre. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir... Hier ruhig wieder die Dartpfeile nehmen, einfach um Bluten zu verursachen, generell Bluten zu verursachen. Haben wir da noch was, genau das dazu, zack, viel Bluten. Einfach viel Bluten versuchen. Machen wir gleich zwei Bluten pro Treffer. Ich glaube, haben wir nicht noch einen Vorteil, dass... Ne, haben wir noch nicht irgendwas für mehr Bluten? Ich weiß es nicht. Zumindest ist das... Ne, das ist schon richtig so. Und dann drei Pfeile. Das ist schon okay, um Bluten am Anfang zu verteilen. Hier machen wir wirklich physikalischen Damage mit der Waffe, denke ich, am meisten. Hier sorgen wir dafür, dass wir nochmal angreifen dürfen, wenn wir Gegner töten. Was haben wir denn noch so Schönes? Mehr TP, heilen jede Runde, brauche ich eigentlich nicht. Irgendwas noch, was mehr Schaden macht, wäre cool.
Geld, verlierst, ja, Jagger TP und, ja, SWAT-Weste. Du hältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter, ja, und fügt 30 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Da haben wir nicht so viele coole Sachen. Da würde ich fast schon dazu gehen, du erhältst ein Schild, der 2 Treffer zu Beginn eines Kampfes blockt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen einfach die Absorptionsrüstung des Diebes. Ich glaube, die ist eigentlich ganz cool. Vor allem wieder ein bisschen TP kriegen, wenn wir den Gegner angreifen, der blutet. Ist, glaube ich, in Kombination einfach nicht so verkehrt. Und da packen wir dann hinzu, dass wir das das ist, glaube ich, das, was wir dann brauchen. Steigert die Max-TP um 5%. Dann nehmen wir den dazu. Dann heilen wir uns nämlich. Obwohl, wir haben das ja gar nicht mehr mit dem Heilen jetzt drin. Können wir auf was ganz, anderes gehen. Wir brauchen ja gar nicht unbedingt jede Runde geheilt werden, denke ich. Haben wir noch was für mehr Schaden? Mehr MP? Bogen, Schockschaden, fügt 7 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe, ja gut. Max CP um 5%, 10 mehr Schaden mit 50 mehr Schaden mit Nahkampfwaffen, das ist natürlich, das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Jede Runde ein MP, Distanzangriffe fügen 5 Schaden mehr zu, ist jetzt nicht wirklich die Welt. 50 mehr Nahkampfschaden ist, glaube ich, nicht so schlecht, vor allem wenn wir mit unserem Dolch dann angreifen. Und was nehmen wir als Handschuhe noch dazu? Abwehr erhöht am Anfang des Kampfes ist natürlich auch nicht. Ja. Nee. Minus 15% Schaden beim Blocken. Die sind alle nicht so geil. Wir brauchen mal unbedingt coolere Rüstung, ganz ehrlich. Ich würde fast dazu plädieren, das zu nehmen, um dann da das reinzupacken, um jede Runde geheilt zu werden um 25%. Dann werden wir jede Runde um 50 geheilt. Auf alle Fälle. Also das ist dann, ich denke mal, das ist ein gutes Equipment, so was wir mal ausprobieren können. Okay, genug geschnackt. Wir müssen zum komischen Kommunisten Scheißding wieder hin. Und wir sehen wieder ein bisschen vernünftiger aus irgendwie. Wir nehmen natürlich den Timmy Express und dann geht's runter und wir wollen diese Main Quest hier erstmal erfüllen, bevor wir uns um eine andere Quest kümmern. Ja, ich mache jetzt erstmal wieder diesen Tag rum, denke ich, und dann kümmern wir uns wieder um ein paar Nebenquests. Das ist, denke ich, so das Beste. Ja, ich möchte eigentlich nur da oben rein. Donkey!